fängst doch so zu reden und wer ist gerade Fame? Keine Ahnung. Strickloche. Keine Ahnung. Warum sind deine Flows so kacke? Warum ist dein Verein so weg? Warum kriegen wir nichts gebacken? Warum fragst du nicht den Crack? Keine Ahnung. Einen Schluck Cola. Mit müden Augen, mit toten Augen. Hallo, Herr Tanerin, hallo, Herr Taner. Hallo, liebe Hater. Oh Mann, ey. Paukenschlag, 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 sage ich euch. Wir müssen die Loge machen, weil die Sensation ist perfekt. Sarah ist krank und hat Fieber und liegt im Bett. Ja, das ist eine bittere Nachricht, die wir jetzt alle erstmal verkraften müssen. Aber ist so. So, ich gucke mir erstmal. Okay, Ton scheint da zu sein. Gute Besserung, Sarah, natürlich. Küsschen. Sie guckt sicher zu. Vielleicht schreibt sie was im Chat, aber es scheint ja wirklich richtig schlecht zu gehen. Es wird sie natürlich total wurmen, dass sie nicht dabei sein kann, weil... Ey, sensationell, sensationell, was bei uns immer abgeht. Das ist wirklich, wir sind der geilste Club der Welt. Das ist wirklich, ey, die ganzen anderen Ficker, die können auch wirklich einpacken. Ich meine, bei uns, du kannst eine Soap drehen. Wir könnten die 375 Millionen alleine generieren durch Netflix-Gelder, weil bei uns einfach, das gibt es nicht, was bei uns abgeht, ey. Wahnsinn. Krass, krass, krass. Freddy Bobic. Und tschüss. He's gone. Hakar, du musst doch dermaßen abfeiern. Du schlägst doch Purzelbäume wahrscheinlich. Unfassbar. Gestern die Derby-Niederlage. Wir haben eigentlich, finde ich, gut gespielt, gekämpft. Klar, zu wenig Chancen rausgespielt. Union, aber so klassisch Union, hat im Endeffekt überhaupt nicht gut gespielt. Wir waren in eigentlich fast allen Statistiken, also glaube ich, ich sag mal, weil ich war ja im Stadion, überlegen. Und Union hat wieder mal aus nichts trotzdem die Tore gemacht und hat gewonnen. Was soll man sagen? Es ist, wie es ist. Und es war aber trotzdem ein mega geiler Tag, wirklich. Also nochmal, ey, danke an euch alle. Das war wirklich unfassbar cool. Hab unfassbar coole Gespräche geführt mit so vielen Leuten, die gesagt haben, ey, ist so geil. Das macht natürlich, ey, wenn man so hört, dass es doch Leute auch geil finden, was wir hier machen, das hat mich schon mega gefreut. Und dann super Leute kennengelernt. Alter, Dennis, du geile Sau, was für ein lieber Typ. Und das war auch so krass, weil wir saßen nach dem Spiel noch zusammen und dann hat Dennis mir einfach sein Handy gezeigt und da steht da einfach, Freddy Bobic ist entlassen. Könnte ich überhaupt nicht fassen, ey. Ist auch so geil, ohne die Miene zu verziehen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Ich konnte es nicht fassen und komischerweise bin ich total hyped aufgewacht, richtig früh. Und irgendwie war ich richtig aufgeregt, aber positiv aufgeregt, weil Freddy Bobic entlassen ist. Das ist eigentlich ja gar keine so geile Nachricht, dass bei uns wieder so die Kacke am Dampfen ist. Aber irgendwie gibt es mir extrem, extrem Hoffnung. So, die obligatorische Michael-Preetz-Brille wird aufgesetzt. Weil, alter Ryder, 1892, Küsschen, Diggi. Vielen Dank, ey, für ein neues Abo. Schon 4 Monate dabei, du bist der geilste, hau he. Wow. Dennis, du geile Sau. Danke für 100 Bits, Alter. Du bist doch nicht mehr ganz zu retten. Warum machst du sowas? Gestern habe ich dir auch noch dein Havanna weggetrunken. Und jetzt machst du 100 Bits. Das kann doch nicht wahr sein. Vielen, 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 vielen Dank, Diggi. Und Toni.
Du Geilster! Schon 3 Monate, neu abonniert, Stufe 1, du bist doch wohl, ey. Vielen Dank, ey. Was geht hier ab? Ich finde es sehr traurig, dass Freddy Bobic gekickt wurde. Okay, Toni. Das würde ich auch mal gerne wissen. Was denkt ihr denn? Oh, Wahnsinn. Was ist denn hier los, ey, um die Uhrzeit? Wie viele Leute sind denn da? Wahnsinn. Maxi Burn natürlich. Hallo, BSC. Goldhand. Hi, 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 hi. Benito Bonusheft ist da oder was? Oder was? Ryder, der habe ich ja schon gesagt, Geilster, hallo. Basti, Tag auch. Olaf, Moinsen. Kaffee am Start. Ich habe Cola mir geholt. Eine Kater-Cola. Mattes Hau, hier richte ich natürlich aus an Salva. Ja. Es ist GZSZ, nur ohne gute Zeiten, Alter, ey. El Nino, hast du voll recht. Schlechte Zeiten heißt die Soap, die wir machen, oder was? Bist du ein Optimist? Wir sind der geilste Club der Welt, natürlich, Digi. Wir sind der geilste Club der Welt. So. Flo, du kannst mit Paul eine Umfrage machen. Was für eine Umfrage? Ich muss mir das alles mal an. Ich muss mir das mal angucken, wie man das macht. Ja, also Freddy Bobic. Joel kommt. Was ist denn hier los? Ich dachte, der ist in der Kirche. Freddy Bobic ist Vergangenheit. Warte mal, wir lassen den Guten mal rein. Bam. Bam, 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 bam. Freddy Bobic ist Vergangenheit. Und man weiß gar nicht, was jetzt passiert, ehrlich gesagt. Weil es überschlägt sich ja, jetzt soll Zecke Neuendorf doch wirklich seinen Posten übernehmen mit, ach, ich weiß es gar nicht, erstmal sagen wir mal Hallo hier. Hallo Diggi! Hey, na, na? Na, Diggi? Oh, wo sitzt denn du gerade? Ich sitze gerade. Du sitzt im Auto! Ach geil, Dickerchen! Ja, das ist ja Hammer, dass du dich hier einwählst. Ey, Paukenschlag, hey. Unglaublich, oder? Ich hab's befürchtet, also nicht befürchtet, ich hab's gehofft, aber ich hätte gedacht, dass es später kommt. Ich hab gedacht, dass Sandro Schwarz gekickt wird, und zwar nach dem Frankfurt-Spiel. Aber dass Freddy Bobic wirklich rausgeschmissen wird, das ist ja sensationell, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich bin der Letzte, dem du sagen kannst, dass er traurig ist, das sage ich dir leider ganz ehrlich. Also von 5 Derbys ist alle verloren. Ja, es ist so beides. Ich freue mich irgendwie, aber es ist natürlich auch katastrophal. Ne? Ich meine, ey, das hätte man natürlich auch früher schon machen können, dass jemand jetzt in der Wintertransferphase auch noch was machen kann. Jetzt 2 Tage vor Schluss ihn rauszuwerfen, ich weiß gar nicht, was er vorbereitet hat, keine Ahnung, aber... Ja, was soll man dazu sagen? Und vor allem, dass Zecke Neuendorf übernehmen soll, zusammen mit dem Akademieleiter. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Müssen wir mal kurz hier. Ich habe es mal bei Kicker irgendwie nur kurz durchgelesen. Der Leiter der Akademie, unser Ex-Leiter. Die machen das als Doppelspitze. Die alte Legende Zecke Neuendorf. Die kenne ich sogar noch aus der Zeit, wo mein Kumpel noch gespielt hat bei Hertha. Aber es ist der Akademieleiter. Benjamin Weber. Ich meine die, ja, und ich meine letztendlich diejenigen, die ja meistens immer auf die Jugend schauen, hoffentlich haben dann ein bisschen mehr Übersicht und schauen ein bisschen mehr. Und ich habe gesagt, Bobic wird eher gefeuert, wird sich eher feuern lassen, als er zugeben würde, dass er Fehler gemacht hat. Und es ist passiert. Es ist passiert. Und irgendwie muss es ja schon, die müssen es davor ja schon vorbereitet haben. Also irgendetwas muss ja passiert sein. Und ich meine, wenn wir jetzt ehrlich sind, wir haben ja die ganze Zeit abgekotzt über ihn und Dirk Duffner und sowas. Es ist eigentlich natürlich eine Riesenchance, denke ich mal. Genau das, was bei uns im Chat die ganze Zeit diskutiert wurde. Frank meinte ja, Hertha muss sich neu erfinden. Und es ist ein Schritt zurück, hoffentlich nach vorn. Ja, hoffentlich, weil letztendlich müssen wir halt ein gutes Fundament halt bauen. Und man hat einfach gesehen, wir haben quasi angegeben mit einer Reputation, die wir lange nicht mehr hatten.
So, wir haben gesagt, wir sind der Top-Club, aber sind in der dritten Saison am Kämpfen, ins obere Tabellenhälfte zu kommen, während Union sich zweimal in diesen beiden Saisons sich für Europa qualifizieren konnte. So. Aber wir reden immer noch von Top-Clubs, weil wir wen hatten? Boateng in seiner Prime, Patrick Ebert. So, wie hieß der noch? Andre Lustenberg, diese ganzen Legenden von früher, Arne Friedrich. Aber letztendlich, was haben wir nachzuweisen? Was haben wir danach nachzuweisen? Die Zeit, wo Yusuf Nuhukay war, der Trainer, da hatten wir in der Hertha-Jugend einer der stärksten, nicht sogar die stärksten in Deutschland. Wir haben jetzt immer noch einer der stärksten in Deutschland, aber in der Zeit hätte man Leute einfach hochholen müssen. Das ist halt leider die harte Realität. Jetzt ist es Ja, zu spät, aber aber man nee, kann sich ändern. zu spät ist es nicht. Wir haben immer noch eine der besten Nachwuchszentren der Liga. Oh, ich glaube, Joel ist rausgeflogen. Und das heißt, wenn man jetzt irgendwie aus den Fehlern lernt und macht es richtig, das ist ja genau das, was wir eigentlich alle wollen. Ich frage mich halt nur, habe ich ja schon geschrieben, okay, es war vielleicht ein bisschen hart, so dass Zecke ja eigentlich so das Brot ist. Aber ich liebe Zecke, der ist natürlich eine Legende, aber ich kann es mir wirklich, der ist jetzt nicht dafür Er ist bekannt, dass er jetzt der, ich sag's mal vorsichtig, intelligente Macher ist. So, ich kann ihn mir halt als Sportdirektor überhaupt nicht vorstellen. Null. Aber ich meine, was soll's? Wir lassen uns gerne vom Besseren überzeugen. Und der Benjamin Weber, ich kenne ihn nicht. Er war wohl lange Akademieleiter und wurde dann von Bobic geschasst, schreibt auch gerade Elia, durch Pablo Thiam ersetzt und jetzt wird er der Nachfolger von Bobic, ist natürlich irgendwie zum Ablachen. Aber ob das jetzt nur kurzfristig ist oder ob das eine Langzeitlösung ist, keine Ahnung. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen. und das ist das. Ich glaube, das ist einfach nur, um jetzt die restliche Saison irgendwie noch zu überleben. Weil letztendlich, das können jetzt Zecke Neuendorf und Weber können ja eh jetzt nichts machen, weil es ist gefühlt 2, 3 Tage vor Deadline Day, weißt du? Das Ja, heißt, jetzt können die eh nichts mehr groß reißen. angeblich wollen sie noch So, zwei es sei Spieler denn, sie holen. sagen jetzt. 2 Spieler, okay. Ich hoffe, wenn ich noch einmal höre, dass noch ein Stürmer kommt, dann flippe ich aus. Ich kann es mir nicht vergeben. Weil was wir brauchen, ist ein Mittelfeld. Wir brauchen einen Mittelfeldspieler, damit sich ein Boetius zusammenreißt. Ein Boetius, ey, Mittelfeldspieler, damit auch bodenlos. ein Gericht, wirklich, damit auch ein ordentlicher Konkurrenzkampf entsteht. Weil das, was der Typ macht, hat mit Fußball für mich nicht. Bin halt aus Mainz, sondern Mainz war eigentlich ganz okay. Begreife ich nicht, warum der jetzt so zockt. Ich weiß es nicht. Fährst du gerade durch einen Tunnel? Ja, leider. Okay, weil man, Das kann nicht alles gut. du bist so abgehackt. Ey, Naja. ich weiß es nicht. Also es kann sein, dass die jetzt erstmal dahingesetzt wurden, damit man überhaupt jemanden macht. Du hast recht, der eigentlich Transfermarkt ist nur noch 2 Tage. Und vielleicht auf lange Sicht kommt jemand anders. Ich weiß jetzt gar nicht hier, Dennis. Dennis, du geile Sau, überhaupt. Dennis Ehrenmann, oder? Das war gestern wirklich ein geiler Tag. Und nochmal, ey, der Typ ist so cool, Ist wirklich ein Mann, der unnormal Typ, er lustiger ist Typ, so, wirklich. so ein cooler Typ, ey, wirklich, Shoutout an Dennis, ey, bester Mann, bester Bester Mann, Mann, wirklich. das Es war geht raus, die ganze bester Truppe war Typ. wirklich mega lustig da. Ey, Ja, Wahnsinn. übertrieben, hat richtig Es Spaß war gemacht, vor allem ist so lustig, ja, man denkt außer so, das man kennt Spiel. sich schon ewig. Das ist Wahnsinn, so, wenn man die gerade gestern kennengelernt hat. Ja, Irgendwie weiß aber ich Hertha nicht. verbindet, das ist halt das Ding, ne? Ja. So, das ist halt diese Ironie, ne? Also es ist halt nicht die Mannschaft oder die Fans, sondern es ist manchmal alles drumherum, was halt alles erschwert, ne? Das ist halt so, das ist halt das Ding. Und bei der Mannschaft, okay, sagen wir mal, es ist nicht nur die Mannschaft. Es ist einfach, keiner von diesen Spielern hat dieses Konsequenzgefühl, wenn er Mist baut. Ja, also mich würde mal interessieren, hier Dennis hat nämlich gerade gepostet, irgendwelche Gerüchte über Felix Magath, da habe ich überhaupt nichts von gehört. Felix Magath jetzt als Sportdirektor oder Trainer? Weil also ich war mir relativ sicher, wahrscheinlich ihr alle, dass Pal Dardai in den Startlöchern steht. Also Ich dachte auch tatsächlich, ja, muss ich ehrlich gestehen. Ich dachte jetzt, ah, da ist er wieder. Das war ja. die größte Ironie, ne?
Bobic wollte alles, um seine Ära rauszumachen, nur damit er gekickt wird und dann er wiederkommt. Das wäre. Ich wäre da, hätte ich ein bisschen gelacht auf jeden Fall. Ey, überkrass, überkrass. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass das natürlich irgendwie vorbereitet wird. Ja, der Mans, danke für dein Abo, Diggi. Du bist geil. Vielen, vielen Dank, ey. Wahnsinn. Ihr geht ja ab, Alter. Warte mal, da muss ich doch gleich die Hupe einspielen. Na gut, es war jetzt keine Hupe. Dennis, du geile Sau, 300 Bits. Ey, jetzt hör auf, hier dauernd 300 Bits reinzuwerfen. Du hast gestern genug gemacht, Alter. Ey, aber deswegen schreib mal, welche Magat-Gerüchte. Dennis hat 5 Abos verschenkt. Ich glaube, jetzt ist mal gut, Alter. Hör auf, ey, Ehrenmann. Ey, der Typ ist so krass, ey. Guck mal in die Bild-Zeitung. Ja, hab ich ja nicht. Was steht denn da, Dennis, als Manager oder als Trainer? Sag mal. Magath kriegt aber dann auch irgendwann Rückenschmerzen, ja, wie oft er uns tragen muss. Ich kann mir nicht vorstellen, irgendwann, dass Felix Magath sich das nochmal antut, Trainer zu sein. Das glaube ich nicht. Also, als Manager, der ist natürlich ein mega Machttyp. Ja, yeah, also auch Direktor, der hat doch die Connection und die Leute. Also da, das würde ich auch auf jeden Fall begrüßen. Also wäre nicht mal so tragisch. Ich weiß es nicht. Eigentlich ist er natürlich ein Typ, der das natürlich schon bewiesen hat, dass er es gut kann. Er ist jetzt natürlich echt ein bisschen in die Jahre gekommen. Ich weiß nicht, ob wir wieder jemanden, so einen Einzeltyp brauchen, der wieder alles an sich reißt. Oder ob es nicht wirklich geiler wäre, irgendwie so ein Team aufzustellen. Weißt du, so wie wir, was wir gesagt haben. Ich könnte mir vorstellen, 777 hat gesagt, sie wollen kommen, schießen Geld rein, sagen, jetzt macht es richtig. Und ich habe auch an Arne Friedrich erstmal gedacht, dass die ganzen Leute, die geschasst wurden, zurückkommen, weißt du? Arne, Dardai, hier, okay, der, wie hieß er nochmal, der Sky-Chef, hier unser alter Geschäftsführer oder was er war. Das glaube ich nicht. Aber das habe ich eher gedacht, dass jetzt diese alte Hertha-Spitze sich irgendwie wieder sammelt, um uns aus der Scheiße zu holen. Was meinst du? Ist realistisch, oder? Ich weiß, also an sich ja schon, weil es sind halt bekannte Gesichter. Aber ich wäre auch nicht sauer, wenn mal jemand ein komplett neues Gesicht da ist, mit bekannter internationaler Erfahrung und sagen wir mal, der auch sich ein bisschen umschaut, weißt du? Weil na klar können wir immer wieder zum selben Laden gehen und unser Lieblingsmenü bestellen. Aber wenn wir schon mit jemandem hingehen, der ein anderes Menü hat und weiß, wie dieses Menü schmeckt, wird es uns bestimmt auch schmecken. Und so, du bist ein typischer Joel, Alter. Das ist so geil. Und in der ersten Halbzeit können wir mit Barca locker mithalten. Ey, du bist der Geilste. Ich sag dir ehrlich, abgesehen von diesem Gegentor in der ersten Halbzeit hat Hertha gut Druck gemacht. Ey, Mann, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Ja, das ist halt irgendwo nur für Spieler des Tages Felix Brüch und ja, was soll ich sagen? Klar, auch unsere Schuld unter anderem, aber es war halt so ein typisches, wenn Hertha nicht, also wenn die Mannschaft nicht schlecht spielt, dann ist alles andere drumherum schlecht. Wenn alles drumherum nicht schlecht ist, dann spielt die Mannschaft schlecht. Weil die Spiele, die Parallelspiele waren für uns. Bremen hat irgendwie, glaube ich, gewonnen. Augsburg hat irgendwie auch verloren. Bochum hat irgendwie auch verloren. Und so, das sind alles Sachen, die waren für uns, die Sachen. Und parallel, Union hat nicht gut gespielt, bei aller Liebe. Union hat nicht gut gespielt und das wissen die selber. Die wissen selber nicht, wie sie diese 2 Tore gemacht haben. Ja, gut, das ist und ja das typische Union. Aber eigentlich ist das ja völlig nebensächlich, weißt du? Gut, ja, wir haben natürlich jetzt das Spiel verloren. Ist so, mein Gott, so. Eigentlich ist jetzt aber, ich finde, was geil ist, dass so eine Aufbruchstimmung jetzt plötzlich gezündet wird. Es ist so, dass man selbst so merkt, so Alter, alles klar. Und das Geile ist, finde ich, wir haben ja mit Kai Bernstein schon einen Präsidenten, der extrem charming die Fans zurückgeholt hat und so alle wieder geeint hat. Und ich glaube, das ist jetzt eine Riesenchance natürlich, dass du genau, egal, selbst wenn wir absteigen, trotzdem, wenn du so einen Move machst und holst so ein Team zusammen, was halt genau ja wir auch gesagt haben, die Ex-Hertaner ist ja nicht das Schlechteste, die in Verein zu holen, weil du weißt, die sind mit dem Herzen dabei auf jeden Fall. Und so zündest du natürlich genau das,
Was ja so ein bisschen das Problem geworden ist, dass Hertha so ein bisschen seelenlos einem vorkam, weil da Leute jetzt am Werk waren, Ja. mit, die nichts mit uns zu tun haben und es ging eigentlich nur um Kohle und ja, Sachen, die ein bisschen unsympathisch Ja. rüberkamen. Also nicht nur, dass sie nichts mit uns zu tun hatten, weil es gibt ja auch Leute, die gefühlt nichts mit Hertha zu tun haben, aber trotzdem für Hertha brennen und halt alles in die Wege leiten möchten, um Hertha siegen zu sehen und auch erfolgreich zu sehen. Aber das waren so Leute, wo du einfach gesehen hast, die sind einfach für Gehalt, von Gehalt zu Gehalt waren die einfach nur da. Und das ist Ja. halt das Problem. Weil was ich mich mehr freuen würde, wenn ich mal mehr das Gefühl habe, so dass Hertha irgendwie Interesse auch mal an internationale Leute hat, so nicht. Klar, so eine Sache wie Rogel, das mit Bubic, fand ich ein bisschen Quatsch, aber die Idee dahinter ist ja nicht mal schlecht. Dass du ja nicht Du nur meinst jetzt so Spieler? engstirnig in eine Richtung. Ja, Du genau. meinst Spieler, Also, okay. dass du halt auch wirklich Scouts haben. Scouts haben, die auch wirklich sich mal international ein bisschen mehr beschäftigen in England. Ich will mal, weil ich höre nie bei Transfergerüchten, dass irgendwie Hertha an den und den Spieler im Gespräch ist, bei dem und dem Jungspieler. Und es ist gerade sowieso so eine Zeit, wo Jungspieler auch selber sagen, ey, ich möchte ein bisschen hier und da was machen, ich möchte hier und da was probieren. Oder wenn zum Beispiel einer sagt, ein Top-Club sagt, er will einen Spieler verleihen, ja, dann biete uns doch an. Weil bei uns Ja. wird er Spielpraxis bekommen. Und bei unserer Absolut. Mannschaft verhältnismäßig wird er dann vielleicht einer der Besten auf dem Feld sein. Und dann Ich hat könnte er mir einfach auch den vorstellen auch, Spielraum, sich zu dass, bessern. also ich glaube auch, dass genau 777 deswegen schon natürlich ein besserer Partner ist als Lars Windhorst, weil die haben ja auch ein paar Ja. andere Clubs und die werden schon dafür sorgen, dass auch ein paar Leihspieler eventuell kommen und auch da jemand installiert wird, der Ahnung hat. Und deswegen ist halt Ja. genau. Das ist halt jetzt natürlich die Angst, die man hat, wenn man hört, Zecke Neuendorf, der wirklich keine Erfahrung hat und sonst immer eigentlich der war, der immer motiviert hat, einen geilen Spruch gemacht hat, Ja. aber so kaufmännisch oder Cooler Typ auf jeden Fall. managermäßig so eigentlich, weiß ich nicht, ob der der Richtige ist. Werden wir sehen. Aber Deswegen ich hoffe glaube ich auch ein so, bisschen auf Weber. aber ich glaube, als in Hoffe ich der auch auf Weber. Außenwirkung, weißt du, das sind zwei so eine Ur-Herthaner. Das ist natürlich super. Das ist super, weil alle Leute, der ganze Club wird natürlich sagen, geil. Und deswegen, Ja, ich höre, also absolut. ich habe jetzt gerade hier, Jan schreibt, Arne war gestern im Stadion und hat für den RBB kommentiert. Also Arne Friedrich war sogar im Stadion. Es ist Power. irgendwie lustig, weil das war ja schon gegen Wolfsburg, hat man ja Paul Dardai gesehen, der ins Stadion gegangen ist, der Ehrenmann. Und irgendwie weiß ich nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass Sandro das schafft. Also, dass die mit Sandro weitermachen. Vielleicht hat er jetzt das Spiel gegen Frankfurt, kann ich mir vorstellen, aber ich glaube, da wird auch ein neuer Trainer Das kommen. Ding, also das Ding ist mit Sandro Schwarz, ich weiß nicht, ich kann ihn nicht einschätzen, weil er ist halt nicht katastrophal, aber er ist halt auch nicht für mich der Supertrainer. Aber was man ihm lassen muss, ist, dass er Hertha, also der Mannschaft, auch ein bisschen Charakter gegeben hat. Weil davor hattest du auch das Gefühl, dass Hertha einfach mehr Angst hatte zu verlieren als zu gewinnen. Klar sieht man das immer noch bei manchen Spielsituationen, aber ich finde, Sandro Schwarz hat eigentlich. Er hat mit den Karten relativ Gutes gemacht, die er zugespielt bekommen hat. Also, ich weiß nicht. Also, das Einzige, was mich nur nervt, ist seine Wechselpolitik. Und ich meine, jetzt setzt er eigentlich auch die jungen Spieler ein. So. Leider nervt mich das immer noch, dass er immer bis zur 60. Minute wartet. Weil Ja. für mich ist es so, du musst dir keinen Timer stellen für eine Stunde und sagen, okay, ich glaube, jetzt wird es Zeit. Sondern hab einfach auch die Spieler, damit du diese Variabilität hast, diesen Freiraum hast. Auch mal zu sagen, weißt du was, Boetius gefällt mir in den ersten 40 Minuten gar nicht. Er findet nicht ins Spiel. Ich merke, es ist nicht sein Tag. Ich wechsle ihn jetzt aus. Ja, also Boetius jetzt by the way, der war gestern schon wieder. Ich habe mich so aufgeregt über den. Es ist wirklich immer das Gleiche, keine Ahnung. Ich habe auch keine Worte mehr dafür. Das Ja. 1-0 ist seine Schuld, ne? Weil er dieses Foul gemacht hat. Das ist auch seine Schuld gewesen. Und das 2-0. Okay, so der Schiri hätte den Elfmeter geben müssen. Aber dann, wenn es hart auf hart kommt, zieh eine Notbremse. So, und dann Und unterbinde das den, weil auch wenn das Elfmeter sein müsste, können wir nicht alle stehen bleiben, hoffen und beten, dass der Schiri sagt, okay, weißt du was, ich pfeife ab. Sondern du Ja, kämpfst, bis der absolut. Schiri pfeift. Absolut. Und das war halt nicht so. Absolut. Auch wenn es klar war, jeder Absolut. hat es gesehen, Ich aber. fand trotzdem, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben. Gut, wir haben 0 Punkte, sagt HK auch, aus die Maus, es stimmt auch. Aber irgendwie ist es mir das ist mir eigentlich relativ egal, irgendwie das Spiel gestern. Jetzt geht es halt darum, was passiert jetzt bei uns, wie geht's weiter. Und genau was nämlich Dennis sagt, ganz wichtig, den Torwarttrainer gleich rausschmeißen mit.
Ey, das, genau daran habe ich heute gedacht, so, weil es wäre Absolut, ja wirklich so, also absolut, ich glaube, wenn absolut. Pal Dardai wirklich zurückkommt, der würde safe den Torwarttrainer auswechseln, der würde safe sogar, Ich hoffe. glaube ich, einen Schritt wieder zurück machen und sagen, okay, Alter, unser suspendierter Ehrenmann wird zurückgeholt und eventuell sogar ins Tor gestellt. Und ich Ja. glaube auch, dass auch Martin Dardai natürlich sehr davon profitieren könnte und genau diese Dass er endlich mal Spielzeit Assi-Verteidigung, bekommt. genau, dass das Er endlich mal diese Spielzeit bekommt, die er verdient. und das wird ja alles, irgendwie ist das ja jetzt die Chance dafür, dass man eben genau diesen Turnaround schafft eventuell. Ist Ja, halt die ja. Frage, deswegen sollte man jetzt auch den Trainer wechseln oder gibt man Sandro jetzt wirklich mit dem neuen Manager eventuell noch Zeit? Das weiß ich nicht. Ich glaube, das könnte sogar sehr, sehr gut sein. Also ich glaube, das wird vielleicht sogar in diese Richtung gehen, okay, wir wollten dich rauswerfen, aber wir merken, das Hauptproblem bist nicht du, denken wir auf jeden Fall, sondern es ist der Direktor. Und jetzt mit einem neuen Direktor, oh, hast du jetzt hoffentlich ein bisschen mehr Freiraum, nicht einer, der ständig über deinen Nacken schaut und sagt, mach mal das mit dem Spieler, sondern jetzt kannst du ein bisschen selber schauen, jetzt kannst du dich beweisen als Trainer, weil du keinen mehr im Nacken sitzen hast, der sagt, nee, stell den mal nicht auf. So, weil ich persönlich sage, der einzige Grund, warum Martin nicht die Spielzeit bekommen hat, die er verdient hat, war einfach wegen Bobic. Weil ich kann mir nicht vorstellen, Sandro Schwarz hat zu wenig von dabei gesehen, dass er sagt, nee, den stelle ich nicht auf. So, und jetzt ist Freddy Bobic weg. Jetzt hast du deine Wahl. Jetzt sagen wir nicht, du musst ihn Meinst du denn einsetzen, aber wirklich, jetzt dass hast es du. so war? Meinst du wirklich, dass Freddy Bobic gesagt hat, stellt den nicht auf? Ist für mich, selbst wenn ich, ganz egal wie verrückt ich mir die Szenarien vorstellen kann, es gibt für mich keinen logischen Grund, warum Martin Dardai nicht einmal gespielt hat. Weil letztendlich ist es so, es geht nicht mal darum, dass man sagt, er hat schlecht gespielt. Hätte er vielleicht nicht gut mittrainiert? Okay, das ist ein Argument. Das wissen wir natürlich nicht, was hinter den Kulissen da abgeht. Aber ich denke mal nicht, dass er so halbherzig mittrainiert und gar keine Lust hat zu spielen, dass du ihn nicht einmal einsetzt. Ja. Nicht einmal. Dass du lieber in Kauf nimmst, dass irgendein Uremovic auf dem Feld war. By the way, hat er ein okay Spiel gemacht. Diesmal war ich nicht so sauer auf ihn. Aber die Tatsache, dass du ihm zum Beispiel sagst, ihn stellst du auf oder ihn kaufst du eher, bevor du ein Martin Dardai einsetzt, das kann ich mir mit logisch bei bestem Wissen nicht verstehen. Aber ganz im Weil für mich gibt es ja Ernst, nur An aber ganz im Ernst, wenn es stimmt, was du sagst, dann wäre Sandro Schwarz auch kein guter Trainer. Dann, das würde so gegen ihn sprechen, Ja, weil dann, dann du musst die besten Leute das ist aufstellen. unsere. Ein Manager darf dir Ja. nie sagen, wer spielt. Und ich sehe es ähnlich im Endeffekt wie HK. Ich finde auch, dass Schwarz genug Zeit hatte. Ich finde, der ist super sympathisch, alles cool. Aber ich finde, wenn man jetzt schon so einen Move bringt, dann musst du eigentlich das nutzen, um zu sagen, okay, und jetzt zündest du auch noch und machst gleich noch den neuen Trainer. Also, wenn du einen hast, natürlich, ne? Das ist das Ding. Das ist genau das ist das Ding bei Bobic. Guck mal, jetzt ist das Ding mit Bobic. Alle sind zwar glücklich, dass er weg ist. So mit Zecke Neuendorf, jetzt ist er wieder da. Aber manche Leute, ich weiß nicht, irgendwo habe ich gelesen, dass einer meinte, das ist ein Armutszeugnis. So, wo ich mir denke, okay, das ist ein bisschen doll. Weil Zecke Was ist Neuendorf ein ist schon eine. Armutszeugnis? Ach so, du meinst Zecke jetzt als. Ja, okay. Genau. Aber ich finde das ein bisschen sehr doll, weil letztendlich ist er eine Hertha Legende und ich finde, jeder hat eine Chance verdient, sich zu beweisen und zu zeigen. Und letztendlich anhand unserer Position und der Situation haben wir eh nichts zu verlieren. Ja, außerdem, wen willst du denn in Deswegen. so kurzer Zeit da präsentieren? Also da Das, ja, genau. musst du Ja, erstmal genau. Und gucken. deswegen Ist denke ja ich mir so, der wichtigste Posten. genau, und deswegen sage ich dir jetzt, wenn du jetzt einen Trainer, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du entscheidest dich jetzt, den Sandro Schwarz rauszuwerfen, welcher Trainer soll jetzt kommen, 2 Tage vor Deadline Day, und Du wer sind weißt, dann die Spieler, welcher. die gekauft worden sind? Ja, Paul. Aber das Ding ist so, ich weiß nicht. Ich kann mir das halt nicht, ich kann es mir nicht vorstellen. Es ist halt unrealistisch. Weil letztendlich ist jetzt schon überall ein bisschen, wie soll ich sagen, so, nicht Bad Press, aber es ist schon dicke Luft in der Hertha-Mannschaft. Mit den ganzen Sachen, die schon intern passieren, außerhalb passieren und dass wir Spiele verlieren. Und jetzt noch ein Trainerwechsel, weiß ich nicht. Vor allem die Spieler, die dann gekauft wurden, was wird aus denen? Ja, die werden dann hoffentlich nicht spielen. Hoffentlich.
Hoffentlich eben nicht. Ey, die Sache ist doch, Alter, was willst du mit Oremovic und Kempf? Gut, Kempf ist vielleicht noch der stabilste von den Schlechten, aber mir würde das nicht wehtun, wenn man jetzt sagt, alles klar, dann setzt man jetzt eben Marton da hinten rein. Und ich weiß jetzt halt nicht, ob Sandro Schwarz das wirklich macht. Der wird ja, ich glaube schon, dass der die Leute aufgestellt hat, die er cool findet. Er hat sicherlich auch ein Wörtchen mitgeredet bei den Transfers. Safe. Und die waren halt alle scheiße. Also ich fände es eigentlich cool. Ich glaube, Paul würde es auch sofort machen. Ich weiß bloß nicht, ob Paul so interimsmäßig würde, glaube ich, das tut er sich nicht an. Wenn, dann würde er schon sagen, ey, okay, wenn ihr mich haben wollt, dann kriege ich aber wieder mal einen unbefristeten Vertrag und ich will das auf lange Sicht machen. Ja, klar. Und das weiß ich halt nicht, ob wir das wollen. So, ich wäre total zufrieden damit, weil ich finde genau dieses immer, ey, wir müssen jetzt den nächsten Step machen. Paul war eigentlich immer zuverlässig, hat uns immer in der Liga gehalten. Und was wollen wir denn mehr, als im Endeffekt in der ersten Liga zu sein? Klar wollen wir eigentlich auch guten Fußball sehen, aber man sieht ja, dass wir es einfach nicht können. Und ich finde, wir müssen auch ein bisschen davon weggehen, immer zu sagen, ja, Alter, komm hier und wir müssen irgendwann Europa angreifen. Es ist einfach lächerlich. Wir müssen... Lasst erstmal ins obere Tabellenhälfte kommen. Das ist das Wichtigste. Also Europa... Nee, lasst uns erstmal nicht absteigen. Lasst uns erstmal nicht absteigen. Und wenn du Union dir anguckst, die spielen ja auch nicht irgendwie Zauberfußball, sondern die sagen auch, ey, erstmal schön defensiv stehen und dann... stechen wir halt ein paar Aktionen und die gewinnen die Spiele. Genau dahin müssen wir halt auch zurück. Da wäre Paul schon der Richtige für. Ja, also ich mag auch Paul, aber manchmal habe ich das Gefühl, er spielt mir halt zu sehr einen auf Hauptsache nicht verlieren. Sandro Schwarz habe ich das Gefühl gehabt, der hat das erstmal so ein bisschen aufgestellt. Manchmal, dass du das Gefühl hattest, ja, wir spielen offensiv, weil offensiv sieht es ja auf jeden Fall besser aus. Das Ding ist halt, wie gesagt, wir brauchen einen im Zentrum, der dem Ganzen eine Struktur gibt. Und ich habe das Gefühl, das wird halt immer ignoriert. So, alles, was wir brauchen, ist einen Dirigenten. Die Band ist cool, aber wenn da kein Dirigent ist, ist es Chaos. Yes, Diggi, die Band ist cool. Ja, aber wer soll das sein? Das ist halt genau die Sache. Wir haben jetzt 2 Tage, Montag und Dienstag, und dann ist Schluss mit Lustig. Also wen kannst du holen? Also du kannst im Endeffekt ja nur... wirklich so einen Max-Kruse-Move machen, irgendwie jemand, wo du weißt, der ist älter, der kann's, weißt aber nicht, ist der fit genug, irgendwie, also ich weiß nicht, wer jetzt auf dem Markt ist. Naja, ich glaube, Billy Gilmour ist zum Beispiel gerade noch bei North Norwich, glaube ich. Der ist zum Beispiel wie so ein jüngerer, ein bisschen unreiferer Mason Mount, und so ein Spielertyp wie Mason Mount ist zum Beispiel richtig gut. Aber das ist halt das Ding, wir schauen nur auf Deutschland, also wir schauen nie England oder Kroatien oder... Ja, aber die werden auch richtig teuer. Ich meine, du musst dir so einen Typen auch leisten können. Also, wir können jetzt bestimmt keine 12 Millionen irgendwie auf den Tisch packen. Ja, das stimmt. Ja. Also deswegen, oh, ich glaube, seid ihr da oder was? Oh, sie sind angekommen. Guck mal, live. Geil. Wir sehen gerade live, wie Joel das Auto verlässt und in der Kirche ankommt, oder? So, da bin ich wieder. Ja, genau. Ich bin jetzt auf dem Weg zur Kirche. ist ja der Hammer, Digi. Wie lange brauchst du jetzt noch? nicht mal lange. Also ich bin eigentlich schon fast gefühlt da. Okay. In 5 Minuten so Maximum. Okay. Ja, also deswegen, ich glaube nicht, dass wir jetzt da so viel Kohle auf den Tisch hauen, dass man jetzt so einen Spieler holen kann. Wenn, dann muss es ja ein Schuss sein, wo du weißt, das ist ein Typ, der das schon bewiesen hat. Und da gibt es halt jetzt nicht viele von. Und das ist halt schade, weil wir hatten halt, was ist mit dem ganzen Geld passiert, was wir hatten? Deswegen sage ich, ich hoffe, dass das 777 wirklich kommt und dann sagt, okay, die müssen jetzt nicht vor Deadline Day, wie gesagt, ich sage sowieso immer in der Winterzeit Transfers, sind immer auch riskante Sachen. Ich habe nur gemerkt, meistens sind es immer nur die Sommertransfers, die sich wirklich immer bewähren. Deswegen sage ich, 777 soll uns einfach dann im Sommer das Geld geben. Probiert alles Mögliche in der Liga zu bleiben und dann greifen wir an nach dem Sommer. Hm.
Ja, Was ist das Beste, was ihr machen wir müssen könnt? uns erstmal schaffen, den Sommer zu überleben halt in der Liga. Ne? Das ist jetzt Genau. halt echt das Wichtigste. Das ist das, genau. Weil dann haben wir Tobi. das Geld von 777 und dann sind diese Billy Gilmore-Preise auf einmal wieder Gesprächsthema. Ja, Tobi schreibt gerade, dass wir schon in der Position sind, dass wir was verlieren können und jetzt muss jeder Schritt auch sitzen. Und man darf jetzt keinen blutigen Anfänger holen. Und das ist natürlich jetzt auch eine Sache, ja, aber da, er hat da voll recht, finde ich. Aber du kannst jetzt innerhalb von Ja. so kurzer Zeit halt keinen Manager holen, wo du weißt, der hat irgendwie das Know-how und dem vertraust du und so, dass du halt innerhalb von, weiß ich, einer Woche oder einer halben Woche, wo du das wahrscheinlich schon geplant hast, den schon festmachen kannst. Ich wäre auch mehr mit Und was Arne wir auch nicht Friedrich ver zufrieden gewesen, aber. Ich Ja. glaube, das ist nur vorübergehend. Und was wir halt auch nicht vergessen dürfen, Hertha ist kein Champions League-Finalist, der gerade irgendwie rausgeflogen ist im Halbfinale. Wir sind letzter, vorletzter. Vorletzter. So, und das ist auch eine gewisse, ja, und das ist eine gewisse Reputation, die entscheidet ja auch ein bisschen mit, ob du wirklich bei dem Verein jetzt froh bist, was zu bauen oder nicht. Ja. Das ist die harte Realität. Wenn ich gebrauchte Schuhe habe, die aber sauber aussehen, dann kaufe ich die. Aber wenn die gebrauchten Schuhe, wenn du mir erzählst, einer hat in diese Schuhe reingekotzt, dann kaufe ich die nicht. Und so, und das ist halt die harte Realität. So, Ja. wenn du mir jetzt erzählen würdest, hey, hast du Bock, irgendwie Sportdirektor zu sein bei einer Mannschaft, sage ich natürlich cool. Ah, by the way, diese Mannschaft ist Vorletzter, hat 5 Derbys verloren, hat von gefühlt 16 Spielen 2 vielleicht gewonnen. Und so, so fragst du, wird er immer noch mit derselben Motivation Direktor sein? Ich glaube nicht. Deswegen sage ich, baut erstmal auf mit dem, was wir haben. Wenn wir oben sind, können wir wieder gucken, was wir uns leisten können. Und das ist halt das Problem. Also ich bin mega gespannt. Und hier Brambleback schreibt auch, wie 777 das wohl verfolgt. Ich glaube, die werden da schon involviert sein. Die ist ja immer noch nicht durch, der Deal. Ist jetzt natürlich auch Ja, ich krass, hoffe. weil Bobic war da ja schon, glaube ich, mit denen derjenige, der die Gespräche geführt hat. Wollten die, Ja. dass Bobic weggeht oder sagen die jetzt, Alter, Chaosverein, wir machen es doch nicht? Könnte ich mir halt auch, ist beides drin. Es ist mega interessant, was man kann es wirklich überhaupt nicht voraussagen, was jetzt passiert. Ja. Die Sache, und das, da hat Dennis auch recht, der schreibt gerade oder hat vorhin geschrieben, dass man den Trainer ja eh jetzt vor Frankfurt nicht wechseln sollte, weil Frankfurt viel zu gut drauf ist. Und damit würdest du gleich eigentlich die erste Niederlage für einen Trainer eigentlich schon fast sicher machen. Und dann ist der Effekt weg. Ja, auf jeden Fall. Das stimmt Kann, auch. Und das macht ist auch vor allem wahrscheinlich nicht was für so die Mentale. unschlau. Ja. Aber die Spiele gehen halt. Es werden immer weniger Spiele. Wir müssen ja jetzt irgendwie mal handeln, dass wir Punkte kriegen, ne? Ja. Also, es ist mega spannend. Hier, wer hat geschrieben? Hier, Jan schreibt, Paul wird nicht kommen. Bin ich mir nicht sicher, dass Paul nicht kommt. Aber egal. Ruhe auf der Trainerposition finde ich ja auch das Wichtigste. Aber wenn wir haben jetzt 3 Spiele hintereinander verloren. Die englische Woche ist mit 0 Punkten abgeschlossen. Jetzt ist Bobic weg. Das heißt, du musst jetzt ja im Endeffekt die Chance nutzen und jetzt im Endeffekt auch da event also handeln, wenn wir gegen Frankfurt auch verlieren, dann musst du eigentlich den Trainer wechseln. Also ich wüsste nicht, wie lange man an Schwarz festhalten kann. Ja. Wie viel Zeit soll er noch kriegen? Also das wird kommen, bin ich mir eigentlich echt sicher. Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall, aber halt noch nicht direkt. Deswegen sage ich, okay. Also, dass er rausgeworfen wird, ist ja, also das ist, glaube ich, unausweichlich. Ich glaube, es ist eher so dieses, was können wir so lange, wie lange können wir ihn halten und was können wir schauen, irgendwie das Bestmögliche rauszuholen, bis wir wieder eine bessere Option finden. Ja. Hauptsache nicht verlieren Weil ist die solange, weil schlimmste Jannik. Einstellung. Ey, aber ey, Kaifun Tortut. Hauptsache nicht verlieren ist aber das Einzigste, das muss erstmal sitzen. Es ist doch so. Du musst probieren, erstmal hinten sicher zu stehen und keine Tore zu fangen. Wenn du Ja, das aber. erstmal wieder drauf hast, dann kannst du auch nach vorne was machen. Aber
Die Abwehr Da ist muss bei ich, da muss uns ich tatsächlich, krass. da muss ich tatsächlich widersprechen, weil ich denke, das Hauptproblem ist halt, wenn du halt spielst mit der Angst, nicht zu verlieren, traust du dich nicht mal nach vorne. Das heißt, irgendwann ist das Gegentor irgendwann eine Frage der Zeit. Und die Lust aufs Gewinnen ist tatsächlich viel besser. Weil letztendlich, wenn du die Angst Ja, hast zu safe. verlieren, hast du, mauerst du dich hinten halt nur noch ein. Und dann hast du Ja, halt keinen Spielraum, weißt du? aber es heißt ja nicht, dass du Angst hast zu verlieren, wenn du erstmal sagst, hinten machst du erstmal dicht. Das ist halt erstmal das Wichtigste. Wir kassieren die Tore einfach viel zu einfach. Ich meine, gestern gegen Union, das Aber das sind Gegentor war wirklich ja nur auch. Standards, die wir kassieren. Wir müssen Ja. Standards trainieren. Wir müssen einfach Ja. Standards trainieren. Das ist Aber es das halt. sagt doch alles. Du Weißt musst hinten richtig stehehen. Ey, das Gegentor war ja schon wieder so Ja. ein typisches Hertha-Gegentor. Wo man denkt, ey, es Ja, gibt's doch weil am nicht. Ende. Ja, aber dafür sage ich, halt alles hinten reinstellen. Weiß ich auch nicht, ob das die Devise ist, weil wir müssen auch lernen, was sie machen, wenn wir den Ball bekommen und unser Umschaltspiel müssen wir trainieren. Das ist das Problem, weil Luke Bacchio hat doch schon Rückenschmerzen, wie oft er das Team schon auf dem Rücken trägt. So, das kann es irgendwo nicht mehr sein. So, weil letztendlich vertrauen wir einfach nur, Ball kommt nach vorne, Luke Bacchio macht was damit. Und das ist halt das Problem. Deswegen sage ich, die Lust aufs Gewinnen bedeutet ein Umschaltspiel und ein Kampf nach hinten. Das heißt, wenn du Lust hast zu gewinnen, gehst du auch über das Normale hinaus und rennst halt auch als Stürmer bis in den 16er nach hinten, nur um den Ballverlust zu verfolgen. So, und die Angst zum Verlieren ist eher, oh, okay, der Ball ist weg, alle hinten und hoffen, dass jetzt nichts passiert. Und dadurch kommen dann 8, 4, 8 bis 10 Flanken und dann wird eine von diesen 10 Flanken ein Tor. Und das hatten wir bei Union gesehen. Sogar Aber ein bisschen. leider bei uns ist es ja eben nicht so. Von 8 bis 10 Flanken ein Tor, bei uns ist ja eher umgekehrt. Von 8 Flanken sind 6 ein Tor irgendwie gefühlt, weil wir einfach hinten so Ja, wackelig ja. stehen. Und es ist natürlich, du Ja. hast natürlich schon recht, die Angst zu verlieren kommt ja aber ja auch durch die Niederlagenserie. Das ist ja auch genau deswegen musst Ja, du auf klar. dem Trainerposten wahrscheinlich auch was machen, weil die Spieler dann natürlich irgendwann auch nicht mehr dran glauben und auch dem Trainer nicht glauben, dass er das schaffen kann. Vielleicht gar nicht bewusst, aber unterbewusst sagen die dann vielleicht auch so, okay, aber wir schaffen es einfach nicht, ne? Und das weißt ja, wie es ist. Ein Ja, neuer so ist Trainer das so. kommt plötzlich und plötzlich glauben die wieder. Dann geht plötzlich wieder, wie bei Magath, weißt du noch, ganz andere Mannschaft plötzlich gewesen. Plötzlich ist da ein Drive da, ein Kampf da, ganz anderes Pressing irgendwie. Und das, ich denke, deswegen müssen wir es schon machen. Und genau so musst du halt, da ist die Angst vom Verlieren natürlich dann auch weg. Weil du denkst so, okay, jetzt, wir schaffen es irgendwie. Kopf ist halt mega wichtig, glaube ich, beim Fußball. Ja, vor allem bei Hertha. Vor allem Mental bei ist das, Hertha. Hertha hat ein Nervenkostüm, das ist unglaublich. Ja. Ja, Dennis sagt, ab 13 Uhr, 13 Uhr ist ja PK. Aber ich, also Okay. da werden die ja wahrscheinlich, also wahrscheinlich, wer weiß es, aber halt verkünden, dass halt Bobic weg ist und Zecke und wie heißt der Weber Max, übernehmen werden. Benji Weber, ja. Ja. Also mehr, glaube ich, Gut, wird da echt nicht nicht. kommen. Nee, glaube ich auch erstmal Und nicht. Aber ist auch okay, weil letztendlich, das ist ja auch eine Nachricht, die erstmal eine Pille, die geschluckt werden muss, ne? ja. Also, ne, für die 3, 4 Bobic-Fans. Wir Ja, sehen. es ist gerechtfertigt, aber HK sagt, wer sagt denn, dass es nicht schon langfristig geplant war? Aber wenn es langfristig geplant war, dann hättest du es doch viel früher gemacht. Dann hättest du doch jetzt nicht nach der englischen Woche Ja. 2 Tage vor Transferschluss den Manager gewechselt. Dann Ja. hättest du das doch Ja. Dann safe. hätte. Ja. Vor dem ersten Bochum-Spiel schon. Also vor dem Bochum-Spiel hätte ich das dann gemacht. Weil Ja. letztendlich war ja diese Pause durch die WM. Da hattest du so viel Spielraum. Und dann Ja, haben ich die hätte es immer in auf der einer Pause gemacht, Pressekonferenz und dann natürlich. erzählt er mir. Ja, und dann erzählt mir der Buch, ja, ich mache jetzt erstmal Urlaub. Und danach, ja, wir brauchen Hilfe. Was für ein Urlaub? Plan doch irgendwas wenigstens. Oder gib uns ein Gefühl von Sicherheit, bevor du in deinen Urlaub gehst. Sag erstmal, ja, nö, das können wir ja nach meinem Urlaub besprechen. Dann denke ich, ja, gut. Also, das heißt, am Ende des Tages, du wusstest es selber nicht, aber du wusstest nicht, wie du es rüberbringen konntest. Also Und jetzt sitzt du hier. ich glaube einfach, dass da auch was vorgefallen ist. Wahrscheinlich ist auch die Art von Freddy Bobic, wie er jetzt in der PK saß, diese selbstgefällige Art und weiß ich, beleidigt irgendwie auf die Fragen reagieren und immer noch nicht zugeben, dass er auch Scheiße Dass er gemacht einen hat. Fehler Und gemacht hat. das hat Ja. sich,
glaube ich, einfach multipliziert. So. Und das ist dann irgendwann auch Kai Bernstein, der Zoff mit ihm, weil Bobic kokettiert hat, zum DFB zu gehen. Was er safe gemacht hätte, hätte der DFB ihn, haben wollen. Und Bobic war ja auch sauer auf Kai, weil Kai irgendwie gesagt hat, okay, Reisende soll man nicht aufhalten. Und er hat gesagt, ah, okay, das will ich ja mal ausdiskutieren. Ich glaube, dass das alles im Endeffekt dafür gesorgt hat, dass die jetzt gesagt haben, okay, dann muss er gehen. Weil ich glaube, deswegen, sowas machst du ja nicht irgendwie und planst es, nach der englischen Woche den Manager rauszuwerfen. Das glaube ich einfach nicht, weil dazu ist die Position zu wichtig. Dann hättest du es viel früher machen müssen. Aber wahrscheinlich haben die einfach zusammengesessen und haben gesagt, das geht so nicht weiter. Und Bobic bremst das alles. Wir müssen jetzt reagieren. Und haben das dann halt vor dem Spiel schon gesagt, okay, wir machen es danach. Also ja, besser spät als gar nicht. Wahrscheinlich haben wir noch nur das Spiel abgewartet, gesagt, okay, wenn wir das gewinnen, vielleicht warten wir noch, aber danach, nach der Niederlage, haben die gesagt, okay. Und das stimmt auch, BSC schreibt gerade, und dass Bobic gesagt hat, Sandro Wagner wird auf jeden Fall bleiben. Das könnte auch sein, dass das Präsidium gesagt hat, okay, ey, diese Jobgarantie, das können wir nicht machen. Wenn wir weiter 0 Punkte haben, dann können wir nicht sagen, der Trainer bleibt auf jeden Fall. Das kann ich mir vorstellen. Ja, spontan ist das natürlich nicht passiert. Aber ich glaube nicht, dass die das vor, sagen wir mal, als die Winterpause angefangen hat, da haben die sicherlich noch gedacht, Freddy Bobic zieht durch. Also, und da haben die sicherlich nicht daran gedacht, ihn rauszuwerfen. Also es wird die letzten Tage einfach dazu gekommen sein, dass sie jetzt reagieren. Also ich glaube, davor haben sie das nicht geplant. Ja, das glaube ich auch. Ich bin jetzt schon vor der Kirche, deswegen muss ich tatsächlich schon fliehen. Aber auf 100. Danke, dass du da warst. Sehr geil. Ich dann sende mal ein Gebet von mir mit nach oben, dass die Sache gut ausgeht. Bitte mal den Lord, dass er Gnade hat mit Hertha. Scheiß drauf. Ich meine, wichtig ist natürlich Gesundheit und so. Ey, mach's gut und das wir sehen uns morgen, Joel. Mach's gut, Leute. Wir sehen uns. Ja. Hau hey, wa? Bleib stark. Wir haben keine Wahl. Wir müssen. Bis dann. Ciao. So, der alte Ehrenmann. Wie geil. Ja, es ist also wirklich richtig krass interessant. Ich weiß es nicht, ob das geplant war. Ich glaube auch, dass diese ganzen Sachen, die er erzählt hat im Trainingslager, in den PKs jetzt irgendwie, das hat dazu geführt, dass die gesagt haben, ey, das machen wir nicht. Und vor allem, da hat BSC schon recht zu sagen, der Trainer wird auf jeden Fall bleiben. Das ist, glaube ich, die Aussage, die dafür gesorgt hat, dass sie jetzt gesagt haben, der muss gehen. Soll heute bekannt werden, der Deal mit 777? Glaube ich nicht. Ist auch mega interessant, was da passiert. Der Vertrag von Bobic hätte sich im Februar um 2 Jahre verlängert. Ja, das stimmt. Das wird auch der Grund gewesen sein, warum sie jetzt nochmal gesagt haben, dass wir ziehen die Reißleine. Jetzt oder nie, Abstieg wird noch teurer, ja klar. Wir müssen den natürlich irgendwie müssen wir den verhindern. Es ist deswegen der richtige Schritt. Ey, Dennis, du geile Sau, schon wieder. Diggi, was ist hier für ein Gecheere? Danke dir. Danke, danke, danke für 100 Bits. Miep, 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 miep. Danke, danke, danke. Was ist denn hier noch passiert? Blaue Teufel hat mit Prime abonniert. Kuss auf die Nuss, Diggi. Danke, Alter. Wer soll sonst kommen? Taifun Korkut? Ja, natürlich nicht. Also, es sind ja, also so ist es ja nicht. Es sind ja wirklich ein paar ganz gute Trainer auf dem Markt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wenn 777 wirklich den Deal mit uns abschließt, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass die sagen, okay, da muss jetzt ein Manager und ein Trainer hin, der richtig Drive hat, also so ein Favre-Typ oder sowas oder weiß nicht, Adi Hütter, weiß ich jetzt nicht, aber von dem Kaliber, sage ich mal.
wenn es nach Kai Bernstein geht, glaube ich schon, dass eine Lösung à la Dardai bevorzugt wird, weil es halt so ein bisschen, oder Hartmann zum Beispiel, ne? Irgendwie sowas. Jemand, der eine härter Vergangenheit hat und mit dem sich auch die Fans identifizieren können, das ist, glaube ich, für Kai noch wichtiger. Deswegen ist es mega spannend. Ich kann es nicht sagen, aber ich bin mir eigentlich hundertprozentig sicher, dass die das auch schon ausgedealt haben und dass Dennis recht hat, nach dem Frankfurt-Spiel, wenn wir das verlieren, werden die das schon bekannt geben. Ich bin mir relativ sicher. So, was jetzt hier mit einer neuen technischen Direktion, mit der er sich versteht und einen guten Presi, den wertschätzt. Glaubt, der geht sogar immer noch ins Stadion, nach dem, was Babic gemacht hat. Wen meinst du denn? Du meinst Dardai. Ja, ist ein Ehrenmann, dass er da privat ins Stadion geht, weil der einfach Hertha mag. Das ist Wahnsinn. Müssen jetzt handeln, ja. Aber es stimmt schon, Frankfurt ist zu gut drauf. Das werden die jetzt nicht machen. Wahrscheinlich gerade Doppelpass wird wahrscheinlich auch gerade ohne Ende über Hertha reden. Mal schauen, was passiert. Ist auch echt gespannt, also echt interessant, was die Mannschaft natürlich sagt, ne? Dass jetzt der Manager weg ist, der sie ja auch zusammengestellt hat. Wahnsinn, ey. PK kommt auf YouTube. Genau, vor der WM wäre der richtige Zeitpunkt gewesen. Und das ist nämlich Tom und Flo, ich wäre bereit, Digi. Also das ist, glaube ich, safe, dass Dirk Duffner und die ganzen Leute, die da Bobic in den Verein geholt hat, dass die alle safe auch auf lange Sicht den Verein jetzt verlassen werden und dass da aufgeräumt wird. Da bin ich eigentlich zu 100% sicher. Und das ist auch genau das Richtige. Am besten gleich mitnehmen, den Duffy. Ganz Deutschland lacht über uns. Ich weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich, klar. Es ist immer was los, aber was willst du machen? Dann sollen sie lachen. Sollen sie doch lachen. Wichtig ist einfach, dass wir die Liga halten irgendwie. Und ich, mit Bobic wäre das halt nicht gegangen. Eine Klausel steht, wenn er bis März im Amt wäre, dann hätte er sich um 2 Jahre verlängert. Ja, genau. Bild.de meldet, dass Magath bereit wäre. Ja, Magath sagt natürlich, er ist bereit. Warum sollte Magath das auch nicht sagen? Aber könnt ihr euch vorstellen, dass Felix Magath jetzt nochmal geholt wird? Tja. Es ist auf jeden Fall nicht von der Hand zu weisen, dass die Möglichkeit nicht ausgeschlossen ist. Ey. Wahnsinn. Elvo Diggy Blackmore hat 3 Abos an die Community geschenkt. Wie geil bist du denn, Dicker? Vielen Dank. Kuss auf die Nuss, Dicker. Geil, ihr seid so geil. Vielen, vielen Dank. Vielen, 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 vielen Dank, Elwood. Krass. Was sagt ihr denn? Wärt ihr dafür, dass Magath kommt? Oder wäre es eher cool, jemanden zu holen wie vielleicht Sebastian Hoeneß? So ein Typ, der auch mal bei Hertha war, noch nicht groß Erfahrung hat, aber bei Hoffenheim ja eigentlich gute Arbeit gemacht hat. Oder ist es wichtig, jetzt so einen erfahrenen, harten Hund zu holen, der jetzt praktisch die Saison uns rettet. Und dann ab nächsten Sommer sagen, okay, das machen wir. Weil Magath jetzt auf lange Sicht, weiß ich nicht. Favre würde, glaube ich, jetzt das auch nicht machen. Favre ist der richtige Typ, wenn du dem jetzt Zeit gibst und sagst, okay, nach der Saison jetzt Sommervorbereitung, der ist ja mega, der Mega-Taktiker irgendwie und ballert das in die Spieler rein. Aber jetzt, um aus so einer Misere irgendwie rauszukommen, ist, glaube ich, Lucien Favre der schlechteste Mann. Hoeneß und Mislintat wäre super schön. Ja, das wäre geil. Das stimmt. Wenn Magath kommt, wird Hertha Europameister, genau. Magath ist zu teuer. Na, der macht das wieder für 1 Million plus Bonus.
Hat nicht Favre auch damals Gladbach gerettet? Ja, weiß ich nicht. Ist der wirklich in der Saison gekommen? Hat die gerettet? Also ich habe Favre nicht als Feuerwehrmann so im Kopf. Magath kommt mit Sicherheit nicht. Wenn, dann ja. Okay, also Tobi wäre der Meinung, jetzt um den Klassenerhalt zu schaffen, wäre es schon das Beste. Bei Magath als Sportgeschäftsführer wäre wohl klar, dass der sich nicht aus den Trainerentscheidungen raushält. Ja, das denke ich auch. Genau, weil das ist nämlich genau die Sache. Magath lässt sich niemals reinreden. El Nino, hast du voll recht, weil das wird er nicht machen. Der ist kein Typ, oder das ist halt für einen Trainer auch richtig scheiße, Alter. Der ist ja, da kannst du ja nie das machen, was du willst, weil Magath es immer besser weiß. Also wenn in Doppelposition, ah, Dennis schreibt es auch gerade. So wie in England, genau, ist halt die Frage, ob er es noch hinkriegt, so. Ob er noch so fit ist, dass der auf dem Transfermarkt die richtigen Moves macht und aufstellungstechnisch auch. So, der ist sicherlich so zur Rettung schon ein geiler Typ, weil die Spieler einfach Respekt haben und irgendwie der da irgendwie wieder Ordnung reinkriegt. Aber so, boah, weiß ich nicht. Obwohl alles ist besser. Wahrscheinlich die Erfahrung, es wäre für uns wahrscheinlich schon ein Traum. Maxi Star Dicky, Moinsen. Magath wäre der Richtige. Prince und Paul. Ja, und hat die dann noch in die Redaktion gerettet und dann ging es ab. Ah, okay, Favre. Vierter, zweiter, 2011, okay. Genau, Tobi, hast du recht. Das ist genau die Sache. Deswegen muss man sich das halt richtig überlegen. Man muss jetzt den richtigen Move machen, weil du kannst es dir nicht erlauben, jetzt nochmal Scheiße zu bauen. Und ich meine, ey, das ist ja noch eine mega Chance. Und wir haben noch so viele Spiele. Das heißt, es sind noch so viele Punkte zu vergeben. Das heißt, es ist ja noch nicht irgendwie alles Scheiße irgendwie. Ich weiß gar nicht jetzt die Tabelle, wenn man sich die mal anguckt jetzt. Ich habe nach gestern noch gar keinen Bock gehabt, mir die anzugucken. Gucken wir mal auf den Kicker, wie es da aussieht. So, Bochum 16, Stuttgart 16, Augsburg 18, Hoffenheim 19. Also, ey, es ist alles noch nah beisammen. Es ist noch nichts verloren, wirklich. Deswegen sehe ich, ich sehe das eigentlich jetzt ähnlich, deswegen würde ich jetzt ungern mit Schwarz weitermachen. Also, so wie gesagt, der ist ein guter Typ irgendwie, aber die Sache ist halt irgendwann, wenn die Serie zu lang ist, und ich meine, ganz im Ernst, Alter, so wie die Mannschaft hinten steht, ey, die ganze Vorbereitung haben die doch verpennt. Was spricht denn noch für ihn? Weil ich verstehe nicht, warum so viele Leute hier noch schreiben, so, ey, lasst Schwarz da, weil ich meine, ey, guckt euch doch mal an, wie unsere Abwehr steht. Das ist die Sache des Trainers und er hat das nicht hinbekommen. Also musst du wechseln. Jeder Trainer, der kommen sollte, kann mir nur leid tun. Ja, das ist natürlich wahr. Aber warum eigentlich so? Wenn du jetzt die Position neu besetzt des Managers, und du hast noch 16 Spiele, das ist doch im Endeffekt machbar. Ja, das mit Boateng ist nämlich auch das, was so ein bisschen komisch war beim Ende von Magaths Intermezzo bei uns. Da hat man am Ende irgendwie schon gedacht, so, dass Magath irgendwie ein bisschen überfordert war. Vielleicht ist das auch falsch, aber das war schon ein bisschen merkwürdig. Und auch diese PK danach, wo er gesagt hat, ey, im Verein stimmt nichts und irgendwie voll furchtbar, war auch ein bisschen komisch, wenn du gerade irgendwie einen Verein gerettet hast und da ein paar Millionen bekommen hast. Klar, ist es auch wichtig, das anzusprechen, aber
Fand ich ein bisschen merkwürdig. Magath hatte letzte Saison aber auch zwei oder drei Spiele, um den Klassenerhalt zu sichern. Ja. Die Tabelle ist schon bitter, aber wir können auch dort rauskommen. Ja, auf jeden Fall. Klar ist das natürlich, je mehr Spiele du jetzt verlierst und hast da 14 Punkte, desto unrealistischer ist das. Aber die anderen sind halt nicht weit weg. Also du musst jetzt den richtigen Typen installieren. Und eigentlich, das ist es halt so. Jetzt so einen Sebastian Hoeneß oder sowas zu holen, der wahrscheinlich schon auf lange Sicht schon ein guter Trainer wäre. Ein junger Trainer, der irgendwie einen Plan hat und auch einen eigenen Fußballstyle irgendwie, wie er spielen lässt. Weiß ich nicht, ob das jetzt die Situation ist. Ich glaube, es ist schon besser, genau so einen Typ zu holen, der uns jetzt einfach Sicherheit gibt und für Punkte sorgt. Wir haben die letzten drei Spiele mit 10 zu 1 verloren und haben trotzdem nur minus 12 Tore. Stimmt. Davor war die Defensive schon gut, aber dieses Flankenproblem, das ist ja schon jetzt echt lange da. Und es wird immer und immer schlimmer und das zeigt ja was. Ich vermute immer noch, dass Bobic dem Schwarz aufgetragen hat, die Transfers einzusetzen. Ja, aber das wäre doch das. Ey, Andi, aber wenn Trainer sowas macht, dann bist du kein guter Trainer. Das kann nicht sein. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass jetzt Schwarz anders aufstellt, nur weil Bobic weg ist. Also wenn, dann sehen wir es ja. Wie kann es bitte nach 2 Jahren Projekt Kolzelse sein, dass angeblich im Vereinsfall und immer noch nichts passt? Ja, es ist einfach krass. Deswegen muss jetzt, und das ist jetzt, das meinte ich ja damit, ey, scheiße, selbst wenn wir absteigen, ist das jetzt im Endeffekt trotzdem eine Befreiung, zu sagen, ey, und jetzt stellen wir uns so auf, dass es eben jetzt besser läuft. Ich hoffe nicht, dass wir absteigen. Das muss alles dran gesetzt werden. Aber Hauptsache, dass jetzt irgendwie der Verein wieder so ist, dass wir dahinter stehen können. Dass man sagt so, ey, geil, ich freue mich, Herr Thaner zu sein und bin stolz drauf und nicht irgendwelche Typen wie Dirk Diggler da sitzen haben, wo man denkt, was ist das für ein Typ, ey? Damit bin ich schon sehr zufrieden. Wenn die Anfrage kommt, T-Online bei Magath, ja, beschäftigt er sich ja. Boah, Wahnsinn, ja. Rehse jetzt schon holen, der kann flanken. Ja, das verstehe ich halt auch nicht, wie man das im Sommer jetzt erst machen kann. Ich weiß es nicht. Was steht denn überhaupt bei Transfermarkt? Ist da schon irgendwas aufgetaucht? Also, weil es müssten ja im Endeffekt, wenn die sagen, sie wollen zwei Spieler holen, müssten ja auch Namen schon in den Köpfen sein. Das ist aber noch nicht raus, ne? Das würde mich auch mal interessieren, weil die müssen ja schon einen Plan haben, wen sie holen wollen. Oh, ey, es wird jetzt so spannend. Ich bin so gespannt, ey. Das gibt es wirklich nicht, dass wir das jetzt. Ich hätte nie gedacht, dass das passiert, ey. Wahnsinn. Projekt Goldelse hat Kai beendet. So, gibt es irgendeine Transfer-News? Gauthier Hein von AG Auxerre. Habe ich noch nie gekannt. Kennt jemand den? Kennt jemand Gauthier Hein? Rechts außen? Wäre natürlich eine Maßnahme, einen rechts außen holen und Dodi dann praktisch zentral setzen. Neun auf voll zwei Talente direkt vom Bolzplatz. Ja, wäre nicht verkehrt. Ja, 1 Million für ein halbes Jahr, das ist echt zu viel. Sturm rechts außen. 18 Spiele, ein Tor. Naja. Ist jetzt auch nicht die Hammerstatistik, würde ich mal sagen.
Was hat er denn sonst gesamt vorzuweisen? 117 Spiele, 20 Tore, 10 Vorlagen. Boah, ist aber nicht geil, Leute. Also. Boah, ey, krass, ey. Ich bin echt gespannt. In einer Stunde wissen wir mehr. Ey, es ist wirklich Wahnsinn. Also, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, warum er jetzt aufgetaucht ist als Gerücht, aber gut. Ansonsten steht jetzt noch nichts Neues raus. Die Frage ist, wo kommt die Kohle denn her, dass wir jetzt plötzlich doch Kohle haben, zwei Spieler zu holen? Abstieg ist teurer, ja, Logo. Aber da musst du jetzt halt jemanden auf dem Kasten haben. Laidoni ist ja leider zu Union gewechselt. Scheiße. Fuentes, der steht ja schon länger da irgendwie als Gerücht. Linksaußen. Tja. Es ist, frage ich, bin echt gespannt. Es ist so krass. Und wir haben jetzt im Endeffekt in 2 Tagen werden wir auch wissen, wer kommt. Wahnsinn. 777 gibt uns die Kohle. Ja, der Deal muss also dann durch sein. Alter, ich bin echt. Das ist wirklich krass. Neben Bobic müssen hingegen auch der technische Direktor Sebastian Zelchowski und Teammanager Thomas Westphal gehen. Ja, geil! Dennis war super. Ja, hoffentlich kommt noch Dirk Diggler dazu. Und Andreas Wenger, ey, dieser unsympathische Vollhonk, ey. Raus mit dem, ey. Raus mit dem. Ja, also Leute, wie sieht's denn jetzt aus überhaupt? Wer war denn der Honk der Woche überhaupt? Freddy Bobic? Der Hubnick der Woche. Der Hubnick der Woche. Ja, nee, Bobic kann es nicht sein. Das ist für mich Boetius. Boetius, einfach wirklich katastrophal, der Typ. Katastrophal, wie der gestern da wieder im Mittelfeld rumgelaufen ist. Wahnsinn. Wahnsinn, 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 was wir uns da geholt haben. Und dass der aufgestellt wurde, es ist wirklich nicht zu glauben. Deswegen ist der Typ, der für mich die Woche der schlechteste war. Gibt es in den 777-Clubs keine guten Spieler, die sie leihen können? Doch, bestimmt. Ey, du Honk, Tag auch, Hertha Warrior. Geht's dir denn gut, Mann? Ich finde es kacke, wie über Duffner und Menger gehatet wird. Man weiß doch gar nicht, wie sie arbeiten und welchen Anteil sie am Misserfolg haben. Ey, ja. Nee, ja, es ist vielleicht schon unfair, das jetzt irgendwie so krass zu sagen, aber er ist doch definitiv Dirk Duffner. Der hat an seinen Stationen davor doch auch nichts gebracht. Ey, und Menger, ich meine, was der alleine an Scheiße gebaut hat, dass er Lotti irgendwie nicht erkannt hat, dann das Ding mit Rune. Das ist halt, ey, Rune Jahrstein, das ist eine Legende. Ey, den so auszuboten, ist für mich einfach, das ist kein guter Stil. Deswegen, der wird definitiv auch gehen. Ich könnte mir vorstellen, dass Paul Rune sogar wieder zurückholt und sagt: Come on, du bist wieder im Team. Also jemand eine Jobgarantie auszusprechen, ohne selbst eine zu haben, ist schon den Hubnick der Woche wert. Das ist wohl wahr, ey. Den Hubnick des Jahres, Honk der Woche. Honk der Woche, wo jetzt ist, auf Safe. Ja, war gestern einfach nur sprachlos. Ich finde es gut, dass Bobic weg ist. Wie gesagt, ist halt einfach so, dass
dass das irgendwie so in mir zumindest so voll positiven Aufschwung auslöst. Es ist natürlich krass für die Außendarstellung und der Zeitpunkt ist natürlich scheiße, muss man sagen. Ja, kohletechnisch haben wir den noch auf der Payroll, wie der gute Tom sagen würde, on der Payroll, Diggi. Überhaupt mit Tom wahrscheinlich nächste Woche werde ich wahrscheinlich das Spiel gucken, weil ich um die Ecke danach verabredet bin. Das wird wahrscheinlich nochmal traurig werden. Rune ist zu alt, ja, aber ey, trotzdem, den so auszuboten, der hat so viel für uns gemacht, das ist echt ätzend. Marius sagt, dass Lotti noch besser war als Olli jetzt. Ja, wahrscheinlich, ja, war ein Riesenfehler, deswegen, der geht auf seine Kappe. Ja. Safe, richtig ätzend. Die Partner von 777 sind jetzt nicht die besten. Sevilla und von Genua. Nein, keine Gewalt, Silver Bullet. Nein, 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 nein. Die Union. Ich habe gestern irgendwie wenig Unioner gesehen. So. Sonst spricht man immer mit vielen. Ja, bis auf jetzt hier meinen Kumpel, der ja eher Hansa Rostock-Fan ist. Habe ich eigentlich wenig Kontakt gehabt. Mir kam auch gestern zumindest so vor, dass gar nicht so viele im Stadion waren wie die letzten Male. Ich glaube schon, dass es geholfen hat, die Ansage. Ja, das glaube ich auch. Das ist ein Wunder. Wenn wir in Frankfurt einen Punkt mitnehmen, glaube ich irgendwie nicht dran, aber gut. Die Unioner waren gut zu hören, ja, nach ihrem Tor, aber erst davor war relativ ruhig. HK, du glaubst, dass heute noch ein neuer Trainer kommt? Gar nicht, bin ich vor. Also ja, eigentlich würde es Sinn machen. Ich dachte ja, dass gleich die Nachricht, dass Dardai kommt, heute rausgehauen wird. War ich mir auch relativ sicher, aber ja, okay, ich glaube es nicht. Der neue Trainer braucht wenigstens 3 bis 4 Wochen, bevor die Mannschaft richtig fit ist. Ja. Je eher, desto besser. Das stimmt natürlich, wenn du einen jetzt an der Hand hast. Ich würde es auch so einem Typen wie Magath oder Dardai zutrauen, dass man in Frankfurt jetzt nicht untergeht. Wie sieht es denn überhaupt nächste Woche nochmal aus? Wir hatten es ja, glaube ich, schon mal uns angeguckt. Heute spielen noch Schalke gegen Köln. Und Leverkusen Dortmund, Schalke Köln. Tja, müssen wir hoffen. Der FC hat 21 Punkte. Schalke auf Abstand halten. Nächste Woche Augsburg gegen Leverkusen. Köln gegen Leipzig. Bochum gegen Hoffenheim, das ist jetzt nicht unmöglich. Gladbach, Schalke, auch nicht unmöglich für Schalke. Stuttgart gegen Werder. Also Stuttgart war stark. Ist jetzt auch nicht unrealistisch, dass Stuttgart da punktet. Werder Bremen hat 24 Punkte. Also lange Zeit lassen können wir uns nicht jetzt zu sagen, okay, wir lassen jetzt einfach Punkte liegen, damit wir nicht den neuen Trainer verbrennen. Jens sagt, in Frankfurt gehen wir unter. Ja, das ist halt genau die Frage, aber wenn du jetzt jemanden hast, der, selbst wenn es jetzt nur ein paar Tage ist, da umstellt, was kann natürlich schon was bringen. Die haben mit Paar schon gesprochen, sagt HK.
El Nino, ey, ja, ey, sag mal, Leute, überhaupt, genau. Jetzt durch diese News sind wir noch gar nicht aufs Spiel richtig eingegangen. Müssen wir jetzt auch nicht, aber ey, das war doch ein klarer Elfmeter, oder? Das war doch ein klarer Elfmeter. Oder ist das wirklich nur so, weil man irgendwie so ein härter Honk ist, dass man irgendwie denkt, so, ey, Elfmeter, ey, für mich war das ein klarer Elfmeter. Und dass der Schiri sich das anguckt, eine halbe Sekunde gefühlt auf den Monitor guckt und sagt, nee, war kein Foul. Ey, sonst gibt es doch hier drei, vier, fünf Blickwinkel, fünf, sechs Mal vorgespielt. Was war denn das? Das ist so ein Witz gewesen, oder? Also habe ich null verstanden. Und ey, wir haben es ja auch noch auf dem Monitor uns angeguckt. Das war für mich ein Foul. Hab da auch was gehört, dass jemand von dem Stadion aufgelauert wurde. Was? Wem wurde aufgelauert? Da habe ich null mitbekommen. Von den Ultras, von unseren Ultras? Habe ich nicht mitbekommen. Das wäre ja ätzend, ey. Sowas ist einfach scheiße. Das ist einfach scheiße, sowas. Wenn, dann sollen sie sich doch die, die sich Bock haben, auf die Schnauze zu hauen, sollen sie sich irgendwo treffen. Das ist einfach nicht geil. Goldhand sagt, das ist kein Elfer. Ey, HK, das waren Elfmeter. Also ich war im Stadion, wie gesagt, ich gucke es mir gerne nochmal an. Für mich war das ganz klar, nicht den Ball gespielt. War ganz klar, ich weiß nicht, auf den Fuß getreten oder so habe ich es gesehen. Und Elfmeter. Echt, ja? Okay, ich gucke es mir auch nochmal an bei der Zone. Dass Sandro von selbst keinen Bock mehr hat, kann ich mir nicht vorstellen. Ey, okay, ihr sagt alles kein Elfmeter. Okay. Unser Freund, ich bekomme Gänsehaut, ist sicher, Hertha steigt ab. Nee. Ich glaube, dass wir jetzt genau rechtzeitig reagiert haben und wir schaffen es. 300 Hertha-Fans wollten Unioner verkloppen. Was ist denn das für eine Scheiße? Press. Ja, nee, aber das war doch kein Pressschlag, oder? Okay, ich guck's mir an, bevor ich hier weiter quatsche. Ja. In einem anderen Block hat jemand versucht, Stimmung zu machen. Okay. Okay. Also überwiegend sagt es kein Elfmeter. Ja, Trainerwechsel mega wichtig. Ey, mega. Ja, und die beiden Spieler, die jetzt geholt werden, auch mega wichtig, dass du da keine Scheiße holst. Ja, sag ich doch. Naja, okay. Umfrage. Ey, ja, das ist nicht so einfach hier. Ich habe zwar dieses geile Programm, aber da geht es nicht leider so einfach. Ich brauche einen Mod, Leute, ey. Wie Tom, ich brauche jemand, der es hier macht einfach. Wir brauchen einen Innenverteidiger. Ja, so oder so. Das natürlich das Tor danach, da kann nicht sein. Das war gut. Das war der Todesstoß. Naja. Dann halt nächstes Jahr gegen Hamburg in der Liga. Pff, ja, selbst wenn. Aber ich glaube, wir schaffen das, ey. Ich glaube, wir schaffen das, Leute. Gut, ich würde sagen, ey, wir haben eigentlich alles besprochen, oder? 1,5 Stunden schon wieder. Dann würde ich sagen, ey, jetzt Family Time.
Ich muss da ja sowieso erklären, dass ich in einer Stunde schon wieder Pressekonferenz gucke, aber heute ist es eben so. Boah, Alter, krasse Scheiße, Leute. Krasse Scheiße. Wahnsinn. Es bleibt spannend. Wir werden sehen, was passiert. Wird sicher mehrere Streams die Woche geben. Kommst du danach nochmal online? Ja, ey, wenn es jetzt da noch irgendwie eine krasse Neuigkeit gibt, würde ich schon online gehen. Das machen wir einfach spontan. Ihr seid natürlich meine Hertha-Familie. Ja. Ist auch einfach so krass, man ist irgendwie so hyped. Oh, ey, und wer ruft an? Ihr werdet es nicht glauben, meine Mutter. Meine Mutter. Um Punkt 12 am Samstag. Die ist wirklich pünktlich. Komisch, dass er jetzt weg muss, um schnell zur Konferenz zu huschen und dort vorgestellt zu werden. Ey, glaubst du nicht, dass Michi Preetz zurückkommt, oder? Das wäre ja wohl unglaublich. Niemals wird das passieren. Ja. Ich und meine Mutter, ich grüße sie gleich. Ja, einer meiner Brüder ist Polizist, genau, aber Kripo. Kripo, Kripo. Ja. Große Familie, große Familie. Das, ja, werde ich auch nicht vermissen. Wir werden es jetzt wirklich sehen. So, ey, ich küsse eure Augen, Leute. Wirklich super geil, dass wir quatschen konnten. Es tut immer gut. Ich bin so aufgeregt gewesen. Ja. Ja. Wir werden es sehen. Also, ich würde sagen, wir hören uns entweder nachher spontan, ansonsten am Dienstag, am Donnerstag und am Samstag. Dienstagabend 19 Uhr, kurzer Stream, so dreiviertel Stunde. Am Donnerstag bei Tom, glaube ich, diesmal. Unser Talk, unser Honk Talk und am Samstag dann Watch Along. Also, ey, das wird eine harte Woche, ey. Küsschen aufs Nüsschen, ihr Lieben. Bis denn und tschüss. Machen wir nochmal ein Weihnachtsintro, weil es gerade schneit. Tschüss. Die kalte Jahreszeit ist da. Hier ist die Strickloge. Ach, wartet mal, ich habe noch ganz vergessen. Ganz vergessen, ganz vergessen, ganz vergessen, nochmal Bild zurückholen. Bam. Bei Spotify habe ich eine Stricklogenliste gemacht. Da packen wir jetzt immer Songs drauf, die wir cool finden. So kann jeder, der Bock hat, sich anhören. Ich werde mit Tom das auch immer sagen. Komm, Tom ist natürlich immer Hip-Hop, sehr Hip-Hop-lastig, aber ist ja egal. Das heißt, da packe ich immer einen Song drauf und ich packe heute von Iggy Pop, dem alten Edelmann, Strung Out Johnny rein. So ein richtig originaler, einfach cooler Track irgendwie. Hört euch den an. Einfach geile Stimme. Man kommt gut drauf, finde ich. Also wer Bock hat, haut euch die Liste rein. So, und jetzt tschüss. Bam.